Okay, meine Freunde, die heutige Episode The Legend of Zelda The Wind Waker HD wird eröffnet mit dem Turm der Ritter. Ja, okay. Ja, das ist schön, Digga, aber ich muss trotzdem hier hin. Weil ich da rein muss! Meine Güte, in den Dungeon. Boah, ich wollte schon sagen, ich kann da jetzt nicht rein. Ja, die heutige Episode Wind Waker HD wird ein bisschen Backtracking hier angefangen, weil wir müssen heute tatsächlich Backtracking betreiben. Das ist das Ziel heute. Okay, was leuchtet denn da? Keine Ahnung, was es ist. Ah, das Wasser steigt doch wieder hoch. Ich wollte schon sagen. Ja, heute wieder, wie gesagt, Backtracking. Wir müssen ein paar Dinge erledigen. Und unter anderem will ich heute endlich die Herzteile da haben. Die Herzteile beendet haben. Nicht die Herzteile, Verzeihung. Die Schatzkarten. Die will ich heute beendet haben. Und den werden wir uns heute sogar tatsächlich widmen. Und guck mal, eine Sache, die ich hier komplett vergessen habe, ist natürlich erstmal, dass es hier wieder diese lästigen Gegner gibt. Bam, die wir natürlich easy going wegklatschen. Aber eine Sache, die wir hier vergessen haben in dem Turm Götter, ist natürlich, dass es hier noch dieses Auge gab. Und wisst ihr, dass wir, wofür diese Augen da sind? Richtig, dass man da reinschießt, und zwar mit einem Pfeil. Und wisst ihr, was dann passiert? Transport hier hinten erstmal ein Geheimgang, dem es dann eine weitere Truhe gibt. Und in dieser Truhe finden wir Schatzkarte Nummer 6, müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Und wenn wir das dann gemacht haben, haben wir Schatzkarte Nummer 6 von unserer... hier, von unserem Zettel gestrichen, was perfekt ist. So, das heißt nämlich, mit Schatzkarte Nummer 6 können wir endlich... shit, da müssen wir jetzt erstmal raus. Abschließen. Und wie gesagt, heute will ich alle Schatzkarten bekommen, die es zu bekommen gibt. Weil, wenn ich die ja endlich mal bekommen habe, habe ich zumindest von den Schatzkarten mal meine Ruhe. Ich denke nicht, dass ich wirklich alle Schatzkarten dann auch noch... oder mich auf die Suche nach all den Schätzen, die Schatzkarten offenbaren, dass ich mich dann dorthin begebe. Das werde ich, denke ich, nicht tun. Aber ich werde mir größte Mühe zu geben, die wichtigsten unter ihnen dann rauszusortieren. Ich meine, die Schatztruhe mit den 200 Rubinen, die sind uns eigentlich in der Regel... oder sind mir, um ehrlich zu sein, ziemlich Wayne. Deswegen werde ich mich da auch nicht weiter mit beschäftigen. So, weiter geht's mit Schatzkarte Nummer 4. Die gibt's nämlich bei einem Minispiel, das wir schon abgeschlossen haben. Das hat nämlich auch ein lieber Abonnent mal geschrieben. Und das ist nämlich, warte, das ist... A, B, C, D, E... Okay, wir müssen jetzt nämlich zu D2. Das heißt, D2 müsste... Portemonnaie sein. Jesus Christ! Ich muss nochmal nach Portemonnaie beim Schiffe versenken spielen. Okay. Das ist nämlich dann Schatzkarte Nummer 7, die wir dort bekommen können. Und wenn wir das dann gemacht haben... Müssen wir mal schauen. Das ist nämlich definitiv nicht gerade einfach, dieses Schiffe versenken Spiel. Ich habe es beim ersten Mal auch wirklich mit Luck geschafft, aber ob ich das ein zweites Mal schaffe, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Ziel ist es heute auf jeden Fall, dass ich die Schatzkarten komplett kriege, wenn ich das dann endlich habe. Können wir uns in der nächsten Episode dann den Herzteilen und den ganzen anderen Schmarrn widmen. Dann haben wir erstmal unsere Ruhe. Okay, ich hoffe, der Typ sagt jetzt nicht irgendwie, ja, ich habe heute Pause, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch noch 360 Rubine, das heißt also, der sollte jetzt bloß keine Faxen machen, ja? Sonst mache ich den Messerarm gar. Okay, wie schaut's aus, Kollege? Na, eine Runde Partie heute. Hallöchen, du schon wieder, ja. 10 Rubine nur, ja, easy. Können wir ja noch 35 Mal mitmachen. Okay. Hier müssen wir... Das heißt, wir müssen sogar ein zweites Mal bei dem anderen Spieler mitmachen, aber das ist okay. Oh, die Monster besiegen brauchst du 4 für das große, 3 für das mittelgroße, 2 Schuss für das kleine. Wie Schuss stehen wir diesmal zur Verfügung? Mehr als davor, ne? Ja. Ausgleich, der bisherige Rekord liegt bei 19. Okay. Oh shit, das kann ja was werden. Okay. Okay, das war der Kleine, das ist gut. Okay, hier könnte was sein. Nee. Hier vielleicht? Ja. Nein, 2. Oh, ich glaube, das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Oh Gott, wir sind 5 drüber. Okay. Ich habe aber den Rekord nicht geknackt, oder? Was kriege ich jetzt als Belohnung?
Oh, eine Schatzkarte. Ah, wir kriegen schon trotzdem die Schatzkarte. Ja, das passt. Das ist die, die ich haben wollte. Die Firma dankt, wohl eher Rigi Bang dankt. Danke, Mann. Das müsste Schatzkarte Nummer 7 sein und die können wir jetzt von unserer Liste auch streichen. Perfekt. Nice. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber das ging ja voll klar. Okay, viele von denen gibt es bei diesen Schatzkartenriffen. Das ist okay. Und das nächste auf unserer Karte ist Schatzkarte 14. Das heißt, wir machen einen großen Sprung nach vorne. So, Schatzkarte 14. Ich muss eben kurz nachschlagen. Ist in einem U-Boot versteckt. Kriegen wir hin. Und zwar auf C7. Das ist hier, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, ist sogar hier. Ja, okay. Kriegen wir hin. C7. Das ist in einem U-Boot versteckt. Da muss ich alle Ratten anziehen. Das passt. Wie gesagt, ich werde dann aber nicht alle, alle von denen on-stream knacken. On-screen, Verzeihung, weil viele werde ich... Okay, vielleicht werde ich die anderen mal off-screen machen, einfach nur der 100% halber. Aber die meisten von denen werde ich dann nicht on-screen machen, weil... Keine Ahnung, ich finde es unnötig. Vor allem die für die 200 Rubine. Das ist ja immer das Gleiche und wirklich aufregend ist es auch nicht, die Schatzorte dann zu finden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, aber ich glaube, die meisten von euch sollten mich verstehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ja. Das U-Boot ist auf jeden Fall hier. Ach, da hinten, ich sehe es. Okay, kein Wunder. Ich habe mich hier unten auch nicht so genau umgeschaut, aber das ist auf jeden Fall das U-Boot, wo es dann auch die Schatzkarte 14 gibt. Dann steht die 16 und direkt danach die 17 an. Das passt, das kriegen wir hin. So. Wait. So, das passt. U-Boot, was wir jetzt als nächstes erkunden werden. Gruselig. Okay. Ich muss alle Ratten besiegen. Die haben alle so komische Bomben, das ist nicht gut. Alter, was ist denn falsch bei dir? Wow, was ist denn hier los? Alter. Ja, richtig am Ausrasten, die Ratten. Alter, hallo. Oh Gott. Das ist aber eine lustige Idee. Ich meine, das ist halt übermäßig trollig, ne? Ich meine, ich kann das gar nicht ernst nehmen, so krass ist das, aber... Ja, wie mache ich das auch am besten? Heilen? Wahrscheinlich schon. Was? Das müsste der letzte gewesen sein. Ne, einer ist da oben noch. Bam. Aber den haben wir jetzt auch geknackt. Den haben wir nicht. Jetzt aber. Ja, das müsste jetzt endlich fertig sein. Dann spawnt er die Truhe mit Schatzkarte Nummer 14. Das heißt, Schatzkarte Nummer 14 hätten wir dann auch easy geklärt. Wie gesagt, Ziel ist es heute, alle. Wenn nicht alle, dann halt die meisten von den Dingern hier zu bekommen. Und das sollten wir mal, glaube ich, auch easy hinkriegen. Das sollte jetzt nicht wirklich ein Problem darstellen. Ich meine, in den Dungeons habe ich sowieso die meisten Schatztruhen sowieso gehabt. Und daher mache ich mir da keine Gedanken. Ich glaube, der Turm der Runen, der war eine der Ausnahmen. Okay. Schatztruhe Nummer 14. We take those. Okay. Ich meine, die Rubine nehme ich trotzdem sicherheitshalber mit. Vielleicht brauchen wir die ja trotzdem. Who knows? Who knows the secrets of the world? Oh, fuck. Falsches Game. Okay. So, Nummer 16, meine Freunde. A6. A6 Arena. Da gibt es die Nummer 16. Da müssen wir nämlich Geister töten. Schließlich ist doch jetzt Gespensterzeit. Ist das doch falsch? Das war richtig. So, das finden wir wo genau? A6. Ja, auch wieder hier im Präludien in der Nähe. Müsste ich jetzt eigentlich nicht tun, aber es geht trotzdem relativ schnell, wenn ich das dann trotzdem mache. Aufgabe ist es, alle Geister auf den Wachtürmen zu töten. Okay. Sollte man hinkriegen. Sollte man hinkriegen. Sollte jetzt auch nicht allzu schwer sein. Okay. Wait, wo geht's lang? Wo ist die richtige Richtung? Da. Zack. Okay. Das heißt... Das klappen wir mal auf. Das ist wo? Sie irgendwo in der Nähe. Na, ja, das müsste irgendwo bei den Turm der Götter sein. Sieht danach aus. Okay, A6. Wo sind denn die
Geister auf den Wachtürmen. Oder wo sind überhaupt erstmal generell die Wachtürme hier? Danach steht die 17 an. Hm, komisch. Ich muss es dann nochmal gewinnen, das Kanonenspiel. Oh, na dann. Ach so. Ach so, das ist die Insel, wo wir schon mal waren. Und diesmal kann ich sogar hier hin. Das war mit meinem Enterhaken, ne? Nicht? Wait. Ich muss hier auf jeden Fall hinkommen. Können. Irgendwie muss ich hier hoch. Ich muss mit dem Enterhaken gehen. Okay, wait. Muss klappen. Muss ich doch. Was gibt's denn hier so Schönes? Das ist eine Flaschenpost, die ist mir aber Wayne. Wahrscheinlich müssen wir uns dann weiter voranarbeiten. Was gibt's denn hier? Irgendwas muss es hier ja geben. Ich bezweifle, dass es hier, oder ich bezweifle ganz stark, dass es hier nichts gibt. Das ist ein oder ein Loch im Erdboden. Könnte uns zum Herz oder einer Schatzkarte führen. Hätten wir da zumindest schon mal abgeschlossen. Ah, das fängt wieder meine Abenteuerlust. Die konnten wir ja vorher nicht hoch. Hier waren wir doch schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Frage ist, was müssen wir jetzt hier genau machen? Ja, was? Kilo an. Machen wir die Dinger hier kaputt. Okay. Eine Schatzkarte. Oder eine Truhe oder was auch immer. Ein Glücksamulett. Naja, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Okay, das ist egal. Nehme ich mal an. Ah, das ist echt gruselig hier gerade. Too spooky for me! Ne, too spooky for me! Okay. Nehmen wir mal nochmal den hier. Okay, wo geht jetzt hier nochmal lang? Okay, ich glaube, das ist. Von hier kamen wir. Ja, von hier kamen wir. Mhm. Wohin führt uns der hier denn? So schön. Okay, das ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir noch nicht waren. Okay. Da ist etwas. Die neu. So. Müssen wir vielleicht irgendwas hier anzünden? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Rätsel, das hier mit den Teleportern zu tun hat. Lege ich mit dieser Annahme richtig? Ich denke schon. Ich gehe mal in den hier rein. Wo können die... Okay, das war falsch. Welcher war das jetzt? Ich glaube, das war der rechte. Das war der rechte. Hintere rechte, okay. So, von hier aus nehmen wir den. Mhm. Das ist richtig. Oder ist insofern okay. Hier nehme ich mal den hier. Einfach mal jetzt mal ein bisschen probieren. Das ist jetzt Trial and Error mäßig. Ja, der ist komplett falsch. Es gibt in jedem Raum dann immer nur noch einen weiteren richtigen. Glaube ich. Keine Ahnung, wie das funktioniert. So, das war der hier. Danach haben wir, welchen haben wir genommen? Den rechten haben wir genommen. Meine schon. Den hier haben wir genommen. Oder? Ja. Und hier, ich nehme mal jetzt den hier. War das der richtige? Ist das der richtige? Fuck this one, Alter!
Ich hasse sowas. Ah, das ist so einfach nur Trial, Error. Ah, und die richtigen Krüge merken. Und vor allen Dingen, was kriege ich dann am Ende dafür? Ich kann mir vorstellen, was es dafür gibt. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Irgendwas mega Unnötiges. Wahrscheinlich eine Schatzkarte, oder? Schatzkarte, yes, no? So, hier haben wir welchen genommen. Hier haben wir eben den rechten genommen, ne? Nehmen wir jetzt den linken. Ja, okay, das scheint richtig zu sein. Und das wird uns dann zu einer Truhe. Es müsste eine Schatzkarte sein. Oder ein Herzteil. Mir ist beides recht. Und was ist das? Das ist die Geisterschiffkarte. Oh. Ich glaube, das ist sogar wichtig. Zeigt uns an, wo das Schiff rumgeistert, zu welchen Mondphasen. Yep, das ist extrem wichtig für das Game an sich. Sprich, es ist sehr gut, dass wir hierhin zurückgekommen sind, oder generell mal hierhin gekommen sind, weil wir dadurch jetzt wissen, wo das Schiff immer rumgeistert, zu welchen Zeiten. Ich kann natürlich sagen, ja, eigentlich mega unnötig. Hätte ja online nachschlagen können, aber 100% Guys, denkt dran, 100%. Okay. So, jetzt müssen wir aber mal endlich weiter hier machen. Wo sind die Wachtürme? Wo sind hier die Wachtürme? Wachtürme bei A6. Ich bin die gerade echt am Suchen. Geisterschiff ist uns, wie gesagt, erstmal egal. What? What? Dann halt nicht. Wir sind noch ein Geisterschiff. Und finden jetzt schon. Was? Okay. Das ist tough. Das ist harter Tobak. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt aus dem Geisterschiff kann. Warum kann ich denn jetzt auf einmal aus dem Geisterschiff? Also was ist der Grund, warum ich auf einmal hier drauf kann? Aha, jetzt sind wir von diesem Geist besessen. Ich gehe einfach in das Licht rein. Doch, das klappt sogar. Und weg ist er. Okay, den machen wir nochmal fertig. Muss ich dann immer auf die Schiffe drauf oder wie sieht's aus? Keine Ahnung. Okay. Und das war's auch mit dem jetzt. Alle Gegner besiegt. Was ich mich gerade frage ist, war oder muss ich dann zu allen Geisterschiffen jedes Mal oder reise, wenn ich hier einmal bin? Könnte reichen, wenn ich einmal hier war. Könnte jetzt nicht einen weiteren Triforce-Splitter für uns bedeuten. Triforce-Splitter? Yes, no? Yo, Triforce-Splitter. So, wir sehen auf dem Geisterschiff. Jetzt werden wir hier rausgekickt. Yep. Also, wisst ihr Leute, eigentlich hatte ich nicht vor, heute hier hinzufahren. Und eins der Geisterschiffe zu bekommen. Aber das ist okay. Habe ich nicht sogar so eine Wachturmkarte? Okay. Haben wir halt einen Geisterschiff gefunden. Ist ja auch nicht schlecht. Wachbossenkarte. Da sind Fehler. Sind alle Geister auf den Wachtürmen. A6. A1. A6. Hier sind keine Wachtürme. That was a mistake. Yep. Das ist auf jeden Fall ein Mistake. Vielleicht meint der A7. Ich gehe mal runter zu A7. Das haben wir aber schon mal gemacht. Oder? Das habe ich schon mal gemacht. Ich war hier schon mal. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fehler ist.
Das ist ärgerlich. Shit, warum ist das falsch? Da hat sich jemand vertan. Da hat sich jemand echt mies vertan. Den Wachtürmen, das sind also zwei. Vielleicht doch hier? Moment. Da muss ich... Warte mal. Eine Wind Waker AD Schatzkarte. Sehr professionell wie ihr und ihr Leute, ich weiß. Wind Waker AD Schatzkarte 16. Wo ist denn die jetzt? Auf einem Wachturm. Hier steht sogar. Beim Wachturm südöstlich der Isla. Der Typ ist komplett. Also. Wow, das ist komplett falsch, was hier stand. Toll, jetzt habe ich eins der Dingens bekommen. Triforce-Splitter, obwohl ich die Karte weitermachen wollte. Aber hey, komm. Schlimm ist es, glaube ich, nicht. Wir müssen nämlich anscheinend zu F1. A, B, C, D, E, F. Okay. Auf einem Wachturm. Also hier war natürlich nochmal mein Ladekabel. Der Klassiker schlechthin. Ladekabelception hier. Zack. Jetzt sind wir auf. Oder bei Draconia. Das ist uns aber egal. Ich muss jetzt nämlich in den Norden. Und zwar hier hin. Dort auf einen der Wachtürme. Gibt es dort überhaupt einen? Ja, da oben sind sogar alle. Das sind drei Stück, das sind drei Wachtürme, krass. Drei ist schon eine Hausnummer. Wenn ich ehrlich bin. Drei Wachtürme. Und das für eine Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Karten fehlen uns noch, Geist. 12 Karten fehlen uns noch. Okay. Stopp. So. Dann wollen wir mal hier hoch. Das ist sogar eine der wichtigeren Schatzkarten dann wahrscheinlich. Und mit Hilfe von vielen Schatzkarten bekommen wir dann nochmal so, ich sag mal, wichtigere Schatzkarten. Wo wir dann so Kraken-Locations und so weiter haben. Ah, da ist der Geist. Gut, dass wir Pfeil und Bogen haben. Du warst? Das soll es dann wohl auch mit dem gewesen sein. Also eigentlich mega easy, ne? Rubin? Was? Nur ein Rubin? Dann halt nur ein Rubin. Auch nicht schlecht. Ist der weg? Dann kriegen wir hier noch einen. Okay. Und jetzt spawnt wahrscheinlich noch ein Geist. Und dann spawnt auch irgendwo anders noch was. Ich wusste es. Ich wusste es. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Oh, da oben ist er. Kommt der jetzt nochmal? Kann ich aber rüber jumpen ohne große Probleme? Das klappt nicht. Spawnt jetzt da hinten irgendwo. Spawnt immer da hinten. Das Schaf. Der hat voll Angst vor uns. Nochmal! Bam. Und spawnt auch da nochmal was. Ah, okay, das müsste jetzt aber gewesen sein. Wir sind auf allen drei Türmen. Ja, da können wir rüber, easy rüberjumpen. Das wusste ich nicht, aber anscheinend klappt das. Das ist jetzt Nummer 16. Fehlen noch 11 Stück, Guys. Wie lange habe ich denn Zeit? Okay, kriegen wir hin. Wahrscheinlich nicht in der heutigen Episode, da muss ich halt welche so nachholen. Aber ich habe zum Beispiel heute noch andersmäßig Plus gemacht. Oder anderweitig Plus gemacht, Leute, ja? Ich habe zum Beispiel einen Triforce-Splitter gefunden. Das war der auf dem Geisterschiff. Ist ja auch was Schönes. Und das war sogar tatsächlich Nummer 16. So, Nummer 16 gibt aber irgendwas Wichtiges. Nee. Nur ein silbernen Rubin. Und eine Goldfeder. Wow. Wow, so krass. Eine Goldfeder. Wow. Okay, Swain. So, das heißt, wir holen uns jetzt Nummer 17. Und diesmal verlasse ich mich sogar auf diesen Guide, der scheint besser zu sein. C2. Klingt wie Schiffe versinken, ne?
Ja. Schiffversenken ist sogar ein gutes Stichwort, weil wir müssen zum Schiffe versenken. Wir müssen jetzt nochmal zum Schiffe versenken. Nicht zum Schiffe versenken, was wir gespielt haben, sondern zum Kistenschießen. Und das müssen wir ein zweites Mal spielen. Okay. Beim zweiten Mal ist es wahrscheinlich wieder einfacher, wie beim richtigen Schiffe versenken. Das ist das, dieses Bombenzielspiel, was auch immer das war. Das komische Game da. Moment, auf in den Norden. Hey, ab in den Norden. So, wo hast du jetzt das Schiff versenken Spiel? Da, ne? Das Portemonnaie. Da ist das Schiff versenken Spiel. Jep, da müsste es sein. Okay. Es gibt auch diese eine Insel, wo wir irgendwie so einen bestimmten Mechanismus mit vier verschiedenen Items auslösen mussten in einer bestimmten Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Schatzkarte gab oder was anderes. Okay, so. Okay, da ist zum Beispiel wieder ein wichtiges Item, das können wir dann gleich nochmal an Land holen. Ich bezweifle zwar, dass es überaus wichtiges ist, but you never know. Nobody knows the trouble I've seen. Okay. So, und dann spielen wir nochmal die schönen Spiel hier. Ein zweites Mal. Ein zweites Mal gibt es nämlich eine schöne Schatzkarte. 50 Rubine blättern wir gerne hin. Ist das eigentlich der Bruder von dem aus Portemonnaie? Okay, ich habe mehr. Okay, 5 Piratenschiffe, okay. Das Problem ist, ich bin da jetzt nicht mehr ganz so geübt, ne? Hm. 35. Immer in 5er Schritten. Okay, 30. Klappt das? Ah, nicht 30. 25. Oh, voll. Die sind voll am Verkacken. Dann ist das 30 wahrscheinlich nach Augenmaß. Fünf runter. Also 45. Das sind. Alter, der Fisch, der irritiert mich voll. Jetzt. Ein paar Zeiten? Wahrscheinlich weniger. Deutlich weniger. 30. Oh, 25. Mein letzter Schuss, wenn das nicht klappt, dann habe ich verkackt. Okay, nice. Haben wir easy auch nochmal die Schatzkarte bekommen. Oh, wie kann das so sein? Ja, wie kann das sein? Captain! Du hast mal nicht so ausgegeben, sieh mal die Schatzkarte. Oh, Captain Tetra, es geht ab. Ich meine Zelda. Okay. Aber das sollte ja unter uns bleiben. Okay, Leiter führt mich nach Hause. Ich glaube, der Typ, der ist richtig, richtig mad. Der ist richtig schlecht gelaunt. So, Schatzkarte Nummer 17 können wir jetzt auch unser eigen nennen. Das passt. So. Dann wollte ich jetzt hier den Schatz bekommen, ne? Da. Ah, da ist er ja. Da ist er, den wollen wir haben. Okay. So, müsste jetzt hier sein. Okay, ich habe keine Ahnung, welcher Schatz das ist, aber das passt. So, als nächstes ist dann 19 dran. Es gibt, wie gesagt, auch Schatzkarten, Leute. Die kriegen wir nur, wenn wir diese Riffe klären. Das sind jetzt wahrscheinlich nur Rubine. Ja, 2 Rubine ist okay. Hat jetzt eh ein bisschen Rubinarmut. Armut. Und jetzt müssen wir zum Vier-Augen-Griff. Das, der ist bei A2. Können wir eigentlich sogar so hin. Müssen wir uns nicht extra porten. Dauert so wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger, aber es passt trotzdem. Okay, das ist nämlich das Vier-Augen-Riff. Das ist hier, ne? Yep, das ist da. Und da müssen wir einfach alle Kanonenkugeln. Oder alle Kanonen kaputt machen mit unseren Kanonenkugeln. Was in Ordnung ist. Danach geht es zu 21. Das ist das Ein-Augen-Riff. Ja, die ganzen Riffe, die müssen wir kaputt machen. Ich glaube, einen Riff haben wir geklärt. 5 Stück von denen heißt das, müssen wir noch clearen. Das ist okay. Es fehlt nämlich noch 19, 21, 25. Was ist dann 25?
Oh, okay. Klingt kompliziert. Kappa. Okay. Sollten wir mal trotzdem hinkriegen. Hoffe ich jedenfalls. Okay, und zwar hier rein. Und dort drin müssen wir alles und jeden zerstören. Das haben wir einmal gemacht. Ein einziges Mal. Danach nie wieder. So. Okay. Klappt nicht so ganz. Ein Augengriff kriegen wir wahrscheinlich easy geklärt. Wartet. Reicht das? Ja. Machen wir natürlich noch den hier kaputt. Bäm. Den an der Wand müssen wir noch zerstören. Ist noch mehr? Ja, hier ist noch. Oh, wow, wow. Der ist hier richtig am Durchdrehen. Den müssen wir kaputt machen. Wir müssen sich natürlich auch noch auf unseren Kanonenstand achten. Bombenstand, Verzeihung. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Und dann spawnt da oben eine Truhe. Ach ja, die spawnen dann auch noch da oben. Das heißt, die müssen wir uns so besorgen, ne? Ja, das ist auch lästig. Sehr lästig. Also alle Schatzkarten zu holen, Leute. Ah, es tut schon weh. Ah, stopp, stopp, stopp! Nicht so schnell! Ja, aber alle Schatzkarten zu holen, Leute, das ist schon... Nicht anstrengend, aber das ist schon... Zeitintensiv. Stellt euch mal vor, das macht ihr jetzt blind. Ohne dass ihr eine Ahnung habt. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade einfach. Okay. Ja, was machen wir hier? Easy. Auch nochmal das Lied des Windes spielen, damit wir hier rüber können. Und zwar komplett in die Richtung. Reicht denn der Anlauf, den ich hier habe, um darüber zu kommen? Der müsste reichen. Ja. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Wow. Wow. Und das wundert mich gerade echt stark, dass das nicht gereicht hat. Okay, muss ich das vielleicht so machen? Muss da hoch. Ja. Sehr gut gemacht, Regi, sehr gut gemacht. Oh, ist das nervig. Kann ich nicht einfach mit dem Enterhaken rüber? Der Enterhaken reicht nicht mal so lang. Ja. Passt. Ich kann mich da nicht draufstellen, das ist nicht gut. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ich muss wahrscheinlich einmal hier komplett rüberlaufen oder rumlaufen. Ja, ich meine, man kann das jetzt sehen, wie man will. Ich persönlich finde das natürlich, ja, ich finde es eher nervig. Aber gut. Lässt sich jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich ändern, was aber auch okay ist. Okay. Ich meine, ich werde heute wahrscheinlich auch nicht alle Schatzkarten bekommen jetzt. Das heißt, wir müssen das auf nächste Episode verschieben. Dann können wir dann aber nächste Episode auch noch mit den Herzteilen anfangen. Ich muss die komplette Runde drehen. What is this shit, man? Und ich mache dann so nächste Episode Schatzkarten inklusive die wichtigen Schatzkarteninhalte, die finden wir dann. Ah, keine Ahnung. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Punkt. So. Warte mal. Hätte ich mich da jetzt nicht auch ranhängen können mit meinem... Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Was ist denn jetzt? Ich komme da nicht rüber, seriously. Nein! Nein! Ah! Alter. Leute, ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts. Ich halt einfach die Klappe, gut ist. Okay. Komm, aber ich kann da doch bestimmt jetzt mit meinem Enterhaken rüber, oder? Kann ich mich da nicht irgendwie in der Truhe festhalten? Das wird mir eine Menge Ärger ersparen. Ich glaube, das müsste gehen. Oder? Das klappt nicht.
Das klappt nicht, weil von hier aus werde ich die Truhe nicht sehen können. Joa. Das macht echt Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die Truhe rankommen soll. For fuck's sake. Ich meine, hallo? Was ist das denn? Ich struggle jetzt hier, an die Truhe ranzukommen. Ich habe keine Ahnung, Guys. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hoch soll. Ja! Oh, dafür drücke ich mich. Ich bin gerade so unfähig. Ich bin gerade im Tilt. Das ist keine gute Kombination, sage ich euch. Das ist absolut keine gute Kombination. Habe ich denn ein anderes Item, was ich hier benutzen kann? Nee, habe ich nicht. Also entweder klappt das jetzt oder... Ich habe mich wieder... Warum? Ah! Ich glaube, ich mache einfach was falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich mache irgendwas falsch, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Versuch's nochmal von der anderen Seite. Wenn das nicht klappt, zieh ich einfach weiter. Nee. Ich zieh dann einfach weiter. Und mach dann keine Ahnung was. Ich glaube, ich mach dann heute einfach einen Cut. Ich werde mich da jetzt nicht durchzwingen. Warum klappt das denn nicht? Hab ich da was falsch gemacht? Wenn ich hier auf dieser Kiste drauf gehe, oder ob ich da draufstellen könnte, auf einen dieser Fässer, das wäre in Ordnung. Aber das klappt nicht. Nee, ich kann mich da nicht draufstellen. Das hängt auch immer. Hier aus halt rüber, dann darüber. Sollte auch nicht klappen. Ja, das sollte auch nicht klappen. Ich glaube, ich muss einfach von hier rüber jumpen. Das ist von Anfang an die richtige Wahl gewesen, dass ich von hier aus rüber jumpen muss. Was soll das denn? Ja, das klappt. Wow. Just wow. Leute, unfähig, unfähiger Regibang. Das ist mein Name. Aber ich nehme es mit Humor, Leute. Ich nehme es mit Humor. Zumindest versuche ich es mit Humor zu nehmen. Okay, hätten wir 2 von 6 geschafft. Griffen. Was fehlt also noch? 4 von 6. Mathematische Grundkenntnisse OP. Woo! Okay, als nächstes kommt das nächste Riff, wie gesagt. Nein, ist falsch. Wie kriegen das hin? Wie kriegen das hin? C4. Und damit meine ich jetzt nicht die Bomben, Guys. Ja? Also irgendwelche Bombenfreaks, die sich jetzt gerade hier schön die Finger gerieben haben. Nein, ich meine nicht die Bomben. Da könnt ihr euch sicher sein. Die Bomben meine ich nicht. Ihr alten Bombenfreaks. Explosion hatte ich oft genug in Shiny Gold X. Gut. Also ich will, glaube ich, noch 2, 3 Schatzkarten bekommen. Zumindest will ich das versuchen. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Die heutige Episode, in der wir Schatzkarten sammeln. Und uns das nur so halb gelingt. So, das heißt 21, ne? Dann folgt 25, 26 und so weiter. Ah, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, easiest game of my life. Wo ist der Eingang? Welches Riff ist das? Das Ein-Augen-Riff. Not bad. Das heißt, da drin befindet sich nur ein Auge.
Okay. Zählt das auch schon zu einem der Boote? Ich glaube ja. Ah, was ist das? Hallo. Feuern. Ich habe Feuern gesagt. Was mache ich denn da? Okay. Er ist durch. Weiter geht's. Eins, zwei, drei. Die machen wir auch mal kaputt. Ah, hinten ist wieder was. Die sind immer easy von der Weite abzuschießen. Okay, der ist weg. Weiter geht's. Hier zum Beispiel. Kriegen wir. Den auch, oder? Boah, sind aber eine Menge hier, ne? Von den kleinen, dafür halt wenig von den großen. Mobilen Festungen. Okay, und den kriegen wir halt auch noch weg. Bam. Und das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Vielleicht gibt es hier noch an den, rechts an der Seite einen. Ja, da ist noch einer. Boah, es geht nach einer Zeit aber auch schon aufs Bombenkonto. Und das war's jetzt mit denen. Ne, da ist noch einer. Wow, was ist da los? Ah. Ich muss näher ran. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ein Augenriff. No problem, Houston. Okay, jetzt muss ich nochmal da hoch. Okay. Okay. Das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden. Okay. Wir jumpen auf jeden Fall schon mal runter. Das ist wichtig. Von wo jump ich da jetzt am besten drauf? Boah, diese Gegner sind jetzt aber nervig. Ich muss noch die ganzen anderen Riffe auch noch machen, ne? Gott, das kann ja was werden. Freaking Clown Fiesta, man. Freaking Clown Fiesta. Okay, ist zu weit. Wir müssen deutlich näher ran, Leute. Wir müssen deutlich näher dran. Okay. Ich glaube, das ist immer noch zu weit. Ja, ich muss einmal komplett rum wieder. Ja, ich muss einmal komplett rum. Oder? Ja, ich muss von der anderen Seite drauf. Ich glaube, das ist das Beste, weil die Plattform in der Mitte, entgegen der Richtung, wo ich jetzt abspringe, am niedrigsten ist. Das heißt, ich habe hier die größte Erfolgschance, auch zu landen. Von hier. Jo, das müsste klappen. Okay, 25 ist wieder etwas Normales. 26 ist wieder eins der Riffe. Oh, du, das ist die komplett falsche Richtung. Ja, das ist die komplett falsche Richtung. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. So, das passt jetzt. Das heißt, wir machen wahrscheinlich dann einfach das 6-Augen-Riff auf D4. Das ist easy. Das ist echt easy gewesen gerade. Kein Vergleich zu davor. Und, ich bin aber echt knapp abgesprungen. Und ich brauche wieder ein bisschen Magie. Mit Magie macht das Kochen Spaß. 21, 21, 21. Okay, ich hab's gerade gefunden. I like that. 3 von 6 Augenriffen. Erledigt. Check. Okay. Wie gesagt, wir machen einfach weiter mit dem nächsten Augenriff. Und das wäre das 6-Augenriff. 6-Augenriff auf D4. Das ist direkt hier neben. Nehmen wir. Ist zwar nicht die Karte mit der nächsten Nummerierung, aber wir nehmen trotzdem schon mal das hier mit. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Das ist der Turm der Götter. Kommt mir so vor, dass der Turm der Götter gerade... Nee, es kommt mir nur so vor. Okay. Das heißt 25, 26, 27, 32, 8, 8 Stück noch, Leute. Dann haben wir alle Schatzkarten. Finally! The Rock has come back! Ey, falsches Game. Okay. Dort müssen wir das gleiche machen. Und mit dem Dekoblatt dann dort hochfliegen. Okay. Ich glaube, die da draußen sind egal. Es ist wirklich, nur wichtig, dass wir die drin kaputt machen. Nee. Ja. Oh Gott. Oh, es klappt.
wurden wir gerade fast gedoubled von beiden Seiten. So. Zack. Dann machen wir noch den hier an der Wand kaputt. Oder fertig. Oh, aus nächster Distanz einfach abgezogen. So, und, ah, ihr beiden muckt da auch noch ziemlich hart rum, ne? Aber immer noch so eine große Fresse ab, wenn ich euch abschieße. Ich bezweifle das ja. Wow, 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 wow. Die sind aber auch echt krass im Nehmen. Diese Riffe. Also ich bin der Meinung, die sind so ziemlich das Tougheste hier im Game überhaupt. Meiner Meinung nach. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube echt, das ist so ziemlich eins der toughsten Dinge hier in dem Game. Okay, das können wir noch kaputt machen. Hm, gefällt mir nicht der Winkel. Schon besser. Okay, war's das? War's das? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier fehlt noch was. Könnte hier was sein. Na, hier links, bist du hier links? Yes, du bist hier links. I knew that. Mal rein. Und das war's jetzt auch. Und eine weitere Karte. Und wenn wir die haben, fehlen nur noch 7. Und wir haben alle Schatzkarten in dem Game gefunden. Wow, eigentlich müsste ich das am besten zusammenschneiden. Das wäre, glaube ich, besser. Ich habe das Gefühl, hier gab es, by the way, einen der Schatzdinger. Schatzloots. Schatzkartenloots. Ja, ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Schatzkartenloot. Ich bin ziemlich sicher, dass es hier einen Schatzkartenloot gibt. Nicht? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es hier einen Schatzkartenloot gibt. Yep. Und zwar einen wichtigeren. Das ist jetzt nicht so irgendwie 50 Rubine oder so. Das könnten 200 sein. Ist nicht die Welt, aber privat wollte ich ja die 200, die Schatzkarten dann aufsuchen. Yep. Das war sogar einer der wichtigeren Loots. I knew it. I knew it. Was los, Doomsayer? Okay. Und runter hier. Hallo? Ja, der da außen ist uns egal. Ja, Leuenkönig, du kommst alleine zurecht. Ich hoffe doch. Okay. Von hier aus können wir dann, glaube ich, easy hoch. Das passt. Müssen wir noch auf die Insel dort kommen. Das sollte von dort aus jetzt kein Problem sein. Ja, wir müssen nicht einmal komplett ums Riff rum. Wow, zur Abwechslung mal. Einmal nicht komplett durchs Riff rum. Gefällt mir. La, la. Okay. Lass mal bitte in die Richtung. Yes, I like that. Und von hier aus jetzt einfach easy going. Zack. Wisst ihr, Leute, so müssen wir jetzt zum Riff drauf. Nicht so wie heute am Anfang. Okay, 6 Augenriff ist Karte Nummer 26. Die kann ich jetzt auch durchstreichen. Passt. Passt, passt, passt. Fehlen also, wie gesagt, nur noch 7. Zwei davon gibt es auch in den Riffen, die anderen irgendwo anders. Meine Güte, das war aber eine schwere Geburt, sage ich euch. Okay. Wie ist auch mit der Zeit? Machen wir noch eine? Ah, ich glaube, das reicht. Den Rest machen wir dann einfach zur nächsten Episode. Ja, Leute, ich sage jetzt einfach mal ganz spontan, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben ist gerne gesehen. Ich weiß, es ist ein bisschen langwierig, langweilig wahrscheinlich auch, aber ja, wir stehen das zusammen. Und ja, in der nächsten Episode holen wir uns die nächsten Schatzkarten und fangen auf jeden Fall nochmal mit den Herzteilen an. Und danach, wie gesagt, wahrscheinlich einfach Triforce Splitter und dann geht's weiter gegen Ende der Story. Leute, haut rein, macht's gut, bleibt ruhig und ciao, euer Regi.